Im Inneren der Erde kocht und brodelt es gewaltig. An manchen Stellen bahnt sich die heiße Suppe ihren Weg nach oben. Vulkane und Geysire zeigen eindrucksvoll, welche Kräfte und Temperaturen im Untergrund herrschen. Betrachtet man die Erde aus dem All, deutet nichts auf ihr heißes Innenleben hin. Der blaue Planet wirkt eher kühl, doch das täuscht. Der Aufbau der Erde gleicht dem eines Pfirsichs. Ganz oben eine vergleichsweise dünne Schale, die Erdkruste, nur etwa 35 Kilometer dick. Darunter das Fruchtfleisch, die dicke Schicht des Erdmantels aus zäh fließendem Gestein. Dieser Abschnitt reicht rund 2900 Kilometer tief. Die Temperatur steigt hier auf bis zu 3500 Grad Celsius. Danach kommt der äußere Erdkern, eine flüssige Schmelze aus Nickel und Eisen. In rund 5000 Kilometer Tiefe findet sich schließlich der feste innere Kern aus demselben Material. Hier ist es über 5000 Grad Celsius heiß